Hallo, ich bin Ellie Jenix. In diesem Video zeige ich euch alles über Pflanzensims. Viel Spaß! Wie auch in vielen anderen Spielen gibt es auch in Sims 4 jede Menge Easter Eggs. Es gibt geheime Bestreben, geheime Orte, geheime Gruppierungen und eben auch geheime okkulte Wesen. Und genau die zeige ich euch jetzt. Falls du dich übrigens generell für Geheimnisse in The Sims 4 interessierst, schau doch bei meiner Tipps und Tricks Playlist vorbei. Hier findest du wirklich jede Menge darüber. Wie wir alle wissen, in The Sims 4 gibt es jede Menge okkulte Wesen. Es gibt Vampire, es gibt Hexen und Zauberer, es gibt Meerjungfrauen, es gibt Aliens und es gibt eben auch Pflanzensims. Um deine Sims in einen Pflanzensim zu verwandeln, benötigst du die Jahreszeitenerweiterung und zudem noch ein paar Cheats. Pflanzensims waren ursprünglich nämlich nur Teil eines temporären Events und das ist schon lange abgelaufen und genau aus diesem Grund benötigen wir eben Cheats dafür. Aber gut, dann ab ins Spiel. Wie immer sind wir auch heute wieder bei meiner Familie Smith und wenn alles nach Plan verläuft, dann wird unsere Marie heute zum Pflanzensim. Um zum Pflanzensim werden zu können, benötigen wir magische Bohnen und die können wir über den Computer kaufen. Und zwar, wir klicken jetzt auf Bestellung. Hier auf Samen kaufen. Dort haben wir jetzt jede Menge verschiedene Auswahl. Und wenn euer Sim gut genug im Gärtnern ist, dann seht ihr hier die seltenen Pflanzen. Da du jetzt ein Profi im Gärtnern bist, kannst du durch den Kauf dieses Samenpakets seltene Pflanzensamen erhalten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele wir davon brauchen und wie viele da genau drin sind. Deswegen kaufe ich jetzt einfach einmal 10 Stück. Das war ganz schön teuer. Vielen Dank für deine Bestellung. Du findest die von Marie gekauften Gärtnerpakete in ihrem Inventar. Gut, und jetzt haben wir in ihrem Inventar 10-mal die seltenen Pflanzen. Du kannst die seltenen Pflanzensamen natürlich auch direkt beim Blumentopf kaufen oder in einem Shop, je nachdem, was für dich besser passt. Gut, ich öffne jetzt einmal alle Samenpakete. Wie bereits gesagt, damit wir zum Pflanzensim werden können, benötigen wir die magischen Bohnen. Und das sind diese hier. Wir benötigen dafür alle 6 verschiedene und zwar gibt es hierbei die kokette magische Bohne, die selbstsichere, die traurige, die unwohle, die verspielte und die wütende. Und wie gesagt, wir benötigen alle 6 verschiedene. Also, wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene. Dann haben wir noch jede Menge andere Sachen bekommen, die werde ich jetzt einfach mal verkaufen. Also wir haben bereits die traurige, die wütende, die verspielte, die selbstsichere und die kokette. Dann fehlt uns noch die unwohle, das heißt wir müssen noch ein paar bestellen. Stelle einfach noch einmal 5. Perfekt, Sammlung vollständig. Herzlichen Glückwunsch, dieser Haushalt hat die magische Bohnensammlung vervollständigt. Lege jetzt eine Bohne jeder Sorte in den magischen Pflanzensimstamm, um die Bewässern-Interaktion freizuschalten. Wenn diese Interaktion ausgewählt ist, kannst du zusehen, wie der mystische, magische Bohnenportalbaum augenblicklich vor deinen Augen wächst. Möchtest du das Portal betreten? Also, den ersten Teil haben wir jetzt abgeschlossen und jetzt müssen wir cheaten. Und zwar, wie immer, aktivieren wir zuerst die Cheat-Leiste mit Steuerung Umschalt und C und aktivieren die Cheats mit Testing Cheats True. Im zweiten Schritt geben wir jetzt ein db.show in Objects und klicken wieder auf Enter. Und jetzt sind die versteckten Elemente im Baumodus aktiviert. Wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr davon sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Ich lade 2-mal in der Woche Videos über die Sims hoch und ich bin noch ganz neu auf YouTube, also ich freue mich wirklich über jeden Support. Und jetzt müssen wir in den Baumodus gehen. Wie gesagt, durch den zweiten Cheat haben wir jetzt die versteckten Objekte im Baumodus freigeschalten. Und jetzt brauchen wir eben diesen mysteriösen Stamm, um die magischen Bohnen dort einsetzen zu können. Dazu gehen wir hier auf Draußen und unter Außenaktivitäten sehen wir dann hier magischer Pflanzensimstamm. In diesem Baumstamm werden die magischen Bohnen platziert, die du von den Pflanzensims erhalten hast. Lege 6 verschiedene magische Bohnen in die Stammknoten, begieße sie mit ein wenig Wasser und warte ab, was passiert. Hier steht eben, dass man die magischen Bohnen von den Pflanzensims erhalten hat, was wir ja nicht haben, aber das war eben Teil des früheren Events. Und genau diesen Stamm müssen wir jetzt in unserem Garten platzieren. Platziere ihn einfach hier und jetzt zurück in den Live-Modus. Im nächsten Schritt muss Marie jetzt alle magischen Bohnen hier einpflanzen und genau das machen wir jetzt.
Wir haben zuerst die kokette magische Bohne. Na, wie wär's mit uns beiden, du kokettes magisches Böhnchen? Okay, gut. Und als nächstes dann die selbstsichere magische Bohne. Ich bin eine magische Bohne, ich weiß, dass ich eine magische Bohne bin, ich bin absolut von mir überzeugt. Gut so. Dann haben wir noch die traurige magische Bohne, deprimierte, frustrierte magische Bohne. Dann noch die unwohle magische Bohne. Was ist das? Ich fühle mich so unwohl. Ah, okay. Dann gibt es noch die verspielte magische Bohne. Verspieltheit in ihrer reinsten Form, komprimiert in dieser magischen Bohne. Und zum Abschluss noch die wütende magische Bohne. Ich brülle und tobe, ich bin eine magische Bohne und ich platze bald vor Wut. Okay, gut zu wissen. Und jetzt wird Marie diese ganzen magischen Bohnen hier einpflanzen. So, Marie gibt jetzt alle magischen Bohnen hier in den Stamm hinein und jetzt können wir das Ganze bewässern. Okay, gut. Jetzt hat Marie es bewässert und jetzt müssen wir einige Tage warten. Oh, nein, doch nicht. Ich dachte, wir müssen einige Tage warten, aber nein, der Baum ist sofort erschienen. Wow. Cool. Diesen können wir jetzt ansehen oder wir können auch den mystischen magischen Bohnenportalbaum erkunden. Und genau das machen wir jetzt. Und wie wir sehen, geht Marie jetzt in den Baum hinein. Übrigens, wusstest du, dass das nicht der einzige magische Baum ist, den du erkunden kannst? Es gibt auch einen in Willow Creek, der führt zu einer geheimen Waldlichtung. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, ich blende dir das jetzt hier oben ein. Und mit viel Glück findet Marie jetzt in diesem Baum eine Frucht, die müssen wir dann essen und dann wird sie zum Pflanzensim. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich beim ersten Mal. Marie dürfte gleich aus dem Portal hinauskommen, denn wir haben gerade eine Benachrichtigung bekommen. Marie ist durch das Portal gegangen. Sie hatte Dunkelheit erwartet, findet sich jedoch stattdessen auf einer hellen, sonnigen Blumenwiese wieder. An einer Seite steht ein Baum, der leuchtet und Früchte trägt. Marie pflückt eine Frucht vom Baum und die sonnige Landschaft wird sofort von der Dunkelheit verschluckt. Bevor sie weiß, wie ihr geschieht, schreitet sie aus dem Portal des Baumes und bemerkt, dass sich irgendetwas in ihrer Tasche befindet. Marie ist wieder da und in ihrem Inventar hat sie jetzt die verbotene Frucht des Pflanzensims. Iss sie und werde ein Pflanzensim. Pflanze sie und züchte deinen eigenen Baum. Sie mag vielleicht verboten sein, aber ihre Wirkung ist ohnehin vergänglich. Und jetzt wird Marie die verbotene Frucht des Pflanzensims essen. Und sie isst sie. Ich bin schon so gespannt. Wie cool ist das? Ein Pflanzensim ist gesprossen. Marie hat die verbotene Frucht gegessen? Okay, keine Panik. Alles wird gut. Verhalte dich einfach ganz natürlich. So natürlich wie eine Pflanze. Trink viel Wasser, bleib in der Sonne, damit du wächst und photosynthetisierst, um deinen Hunger zu stillen. Pflanzensims brauchen keine normale Nahrung zu sich zu nehmen. Zum Glück bedeutet das auch, dass sie nicht auf die Toilette müssen. Aber dann sehen wir uns jetzt gleich einmal ihre neuen Bedürfnisse an. Sie hat jetzt hier als erstes Bedürfnis Wasser, das heißt, sie muss eben nicht mehr auf die Toilette, aber dafür muss sie eben dieses Bedürfnis jetzt stillen. Bewässere deine Pflanzensims mit einer Wanne, einer Dusche oder einem Glas voll Wasser. Wenn das Wasser aufgefüllt ist, geh nach draußen und tanke Sonnenlicht, um den Hunger zu stillen. Also auch das Hungerbedürfnis hat sich geändert. Pflanzensims stillen ihren Hunger mit Sonnenlicht, sorge für ausreichend Wasser, damit sie photosynthetisieren können. Dieses Wort schon wieder. Juhu! Energie, Hygiene, Sozial und Spaß sind aber gleich geblieben. Ansonsten hat sie noch eine Stimmung dazu bekommen und zwar sei ein Pflanzensim, weil verbotene Frucht vom Pflanzensim gegessen hat. Marie ist jetzt ein Pflanzensim, versorge sie mit ausreichend Wasser und Sonnenlicht. Und das Merkmal hält genau 5 Tage und dann wird sie wieder zu einem ganz normalen Sim. Also sie ist sozusagen nur temporär ein okkultes Wesen. Marie hat jetzt auch mehr Interaktionen mit Pflanzen, also wenn wir jetzt hier auf den Apfelbaum klicken, dann sehen wir, sie kann die Solarenergie von Pflanze absorbieren. Machen wir das einmal und schauen, was passiert. Jetzt absorbiert sie eben die Solarenergie. Okay, und jetzt sieht der Baum irgendwie ein wenig traurig aus. Okay, machen wir das nochmal. Aber dafür wird ihr Hunger eben gestillt. Okay. Und jetzt weißt auch du, wie deine Sims zu einem Pflanzensim werden können.
Ich weiß, es gibt gespaltene Meinungen zu den okkulten Wesen in Sims 4, aber ich liebe sie alle. Am liebsten mag ich tatsächlich die Vampire, aber auch das Gameplay mit Hexen und Zauberern finde ich super cool. Schreib mir doch in die Kommentare, welches okkulte Wesen du am liebsten magst und warum. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du weißt jetzt alles über Pflanzensims, was du wissen wolltest. Wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jedes Kommentar. Videos über die Sims kommen genau auf diesem Kanal 2-mal in der Woche. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!